Hallo, willkommen zurück zum Let's Play U-Boot. So, wir sind unweit von der letzten Position entfernt. Heißt, es sind gerade mal im Spiel 4 Stunden vergangen. Ja, U48 fährt damit mit AK voraus durch den Nebel hindurch. Sind weiter damit beschäftigt, unseren Commodore abzuliefern. 7 Stunden Wasserbomben hat das Boot hinter sich. Ich bin mir nicht sicher, wie viel da noch folgen wird. Die Mannschaft ist stark im Arsch, würde man mal sagen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was da im Nebel lauert. In 4 Stunden kann viel passieren. Deswegen dachte ich mir, ich ziehe euch mal zu Rate, was man jetzt dann am besten tut. Ich glaube, ich werde nämlich nun einmal zum Testen kurz tauchen. Horchen, ob irgendwas in der Nähe ist, und dann wäre der Plan, direkt straight nach Norden hochzustechen. Weil ich glaube nicht, dass ich diesen Kurs so durchhalten möchte. Mir sind die Gegner ein bisschen zu weit von vorne irgendwie gekommen. Beziehungsweise, dass sie mir direkt an der Küste hier aufgelauert haben. Ich glaube, das ist eine verhältnismäßig beschissene Idee, dauerhaft an der Küste lang zu fahren. Ich dachte, das wäre eine gute Idee, weil hier der Meeresboden irgendwann flacher wird. Und zwar so flach, dass wir auf Grund gehen konnten. Das hat uns in den letzten 2, 3 Folgen so ein bisschen den Arsch gerettet, dass uns der Tommy nicht geortet hat. Aber dafür lauern sie uns hier verstärkt auf. Und das möchte ich dann doch jetzt mal sehr gerne umgehen. Auch wenn der Captain gerade extrem müde ist, aber der muss jetzt noch ein bisschen durchhalten. So. Spiel, bitte nicht ruckeln. Spiel! Immer das erste Mal, wenn man das erste Mal nach dem Laden in die Ego-Perspektive switcht, dann ruckelt es immer ein bisschen. Das ist doof. Aber zumindest kann ich jetzt gleich mal annehmen, dass zumindest die Batterie Auf voll ist. Seerohrtiefe gehen. Ja, Batterie ist voll und Frischluft ist voll und ich bin gleich auch voll. Nee, aber diese 7 Stunden Wasserbomben, die waren echt hart. Also jetzt, wo ich das auch mal alles angesehen habe, was ich da fabriziert habe. Ihr hattet ja gewählt, über meinen Kanal, die Community-Funktion, hattet ihr ja gewählt, dass alles gezeigt werden soll, was es zu zeigen gibt. Und das heißt, wir haben jetzt in-game 7 Stunden Wasserbomben hinter uns. Das sind dann zusammengepackt in tatsächlich 3 Folgen oder so. Muss ich Kaffee. So, ich muss meine Stimme hin und wieder ölen, weil ich ein bisschen kränklich bin. 20 Meter. Aber momentan geht das noch. Ich bin noch guter Dinge. So, also können wir den Kreiselkompass direkt ausmachen. Haustiere wegsperren oder was? Kombüse kann auch aus, dass da nichts mehr mir in die Ohren brutzelt, wenn wir jetzt gleich hören. Opa Hans, du kannst schon mal direkt in deinen Räucherstab verschwinden. Da, wo du hingehörst. Den Rest, dann stoppen wir mal die Maschine und hören mal, wer da so hört. km/h. Wir parken in 50 Meter Tiefe. Da ist direkt schon wieder was. Ich hab's doch geahnt. Ich hab's doch geahnt. Kriegen wir ihn schon über Mittelwelle? Gleich mal versuchen. Er ist voraus. Er ist voraus auf 20 Grad auf Mittelwelle. Grad auf Mittelwelle. Pass mal auf. Kann man den irgendwie, wenn ich sage, er ist voraus zwar auf Mittelwelle, dann muss er da so 20 Kilometer entfernt sein. Sagen wir mal 25 Kilometer auf 20 Grad geschätzt. So, dann ist er jetzt hier. Dann ist er jetzt hier. Kurs auf diese
Dann fahre ich jetzt sofort nach Norden, wie ich das vorhatte. Es ist gut, dass mir jetzt mein Bauchgefühl gesagt hat, einmal kurz auf Horstiefel zu gehen. Wenn man wirklich alles mitkriegen möchte, wirklich alles mitkriegen möchte, dann musst du tatsächlich alle 2, 3 Stunden horchen. Sonst kriegst du nicht alles mit. So, sie steigt wieder. Blub, blub, blub. Hallo. Alles klar. Hervorragend. Und dann bringt ihr mich mal bitte. Nee, warte mal. Lenzpump habe ich jetzt vergessen. Ist egal. Gut, dann bring mich mal bitte hoch. Und dann reißen wir auch direkt die Dieselmaschine an. Obwohl die Batterie gerade voll ist und man theoretisch ein bisschen auf E-Maschine fahren könnte, will ich aber nicht. Ich möchte so schnell wie möglich dieses Seegebiet verlassen. So schnell wie möglich dieses Seegebiet verlassen. Wir fahren mit Dieselmaschine alles, was geht. Direkt den Tiger in den Tank. Attacke. So, genau. Und warte mal, mach mir den Kreiselkompass an. Der Kapitän kann jetzt, glaube ich, mal ein Stück pennen gehen. Dann darf der 1-4-O kurz übernehmen. Und ich möchte auch nicht, dass uns der Kapitän aus den Latschen kippt. Ist ja auch eine wichtige Persönlichkeit. So, dafür kann der 1-4-O, der kann dafür mal oben alles übernehmen. Kompressoren sind wieder an. Sehr schön. Das heißt, wir flüchten mal in unsere ausgewählte Richtung, nämlich straight nach Norden. Mit ein bisschen Glück können wir in der Nebelsuppe entkommen. So, wir lassen den 1WO aber definitiv jetzt mal im Turm. Auch wenn ich das nicht sehr gerne habe, Leute im Turm zu sitzen zu haben, wenn die Dieselmaschinen AK laufen. Aber das lässt sich gerade nicht anders machen. So. Oh, warte mal. Unser Opa Hans, der kann ja auch noch mal wieder schlafen. Die, die sich ausruhen können, ruhen sich bitte aus. Der Rest übernimmt nur die Brückenwache. Wir wollen so schnell wie möglich dieses Seegebiet verlassen. Alles, was geht, rein. Momentan gibt es keinen Alarm und keine böse Überraschung. Warte mal, ich habe Rotlicht gar nicht eingeschaltet. Ist natürlich auch sehr schlau gewesen. So, schwupp. Aber ihr seht, die Sichtweite ist so gut wie nicht vorhanden. Das heißt, wir pirschen uns jetzt hier im Nebel heran. Nebel ist sowohl gut als auch scheiße. Zugleich gerade. Einzig Gute an Nebel ist, dass es einem die Flieger ein bisschen vom Arsch weghält. Aber ansonsten hat der Nebel gerade eigentlich fast nur Nachteile. Denn ansonsten, wir würden ja die Kampfschiffe, die uns verfolgen, die würden wir ansonsten sehen. Also überhaupt des Wassers sehen. Die sehen wir ja natürlich jetzt nicht. Heißt, der Nebel ist eigentlich wahrscheinlich zu 3/4 auf Seite der Tommy ist mal wieder. Ja, und obwohl 4 Stunden Zeit ins Land gegangen sind, sind trotzdem alle Leute immer noch müde und im Arsch. Eigentlich muss das Boot mal so richtig 12 Stunden pennen. Aber das geht natürlich nicht, wenn man so eine ganze Armee hinter sich hat. Theo Wernicke ist auch schon wieder am Ende der Kraft. So, wir haben 5:01 Uhr, eine Stunde später. Warte mal. Ich nehme, gerade sieht uns ja sowieso keiner. Da können wir dann auch den Torpedo-Offizier nehmen. Damit die anderen beiden Ingenieure mal wenigstens ein bisschen Ruhe haben. So, und dann mal vorsichtig weiter. Nun hoffen, dass uns nicht irgendjemand doof ins Revier kommt hier. Halbe Stunde. Schauen, ob das jetzt so abgeht oder nicht.
Kapitän. Also momentan sieht das gerade fast so aus, als könnten wir es eventuell schaffen, dieses Seegebiet mal zu verlassen. So, wir sind jetzt 2 Stunden unterwegs, oder? Ja, 6 Uhr, wir sind jetzt 2 Stunden unterwegs. Und momentan, es sieht auch nicht so aus, als würde sich der Nebel aufklaren oder so. Verfolger kann ich auch keine sehen. Können die Nacht nutzen, um noch Geschwindigkeit und Meter zu machen, wie es gerade passt. Um so viel Meter zu machen wie möglich. Weil ich nehme an, dass wir dann zeitnah am Tage, gleich wenn die Sonne aufgeht, gezwungen werden, unter Wasser zu kommen. Beziehungsweise gezwungen werden, lange Strecken unter Wasser zu fahren. Und das ist dann natürlich bei weitem nicht so schnell, als wenn man dann über Wasser fahren würde. Es kommt mir aber gerade so vor, als würde sich der Nebel lichten ein bisschen, oder? Oder meine ich das nur? Schwierig zu sagen. Wir werden noch einmal unser Horchding durchziehen. Ich das noch einmal kontrollieren will, ob jetzt uns irgendjemand in längerer Distanz folgt. So, runter bitte. Opa Hans hat sich noch eine sehr gute Stunde ausgeruht. Das ist. Hätte mich auch sehr gewundert, wenn jetzt keine Schiffsschrauben in der Nähe gewesen wären. Aber in welchen Bereichen denn die Schiffsschrauben? Man sage mir, in welchem Bereich jene Schiffsschrauben sind. Gut, dann bitte Mitte alles mal Stopp und Ruhe. Müssen wir auf jeden Fall herausfinden, in welchem Bereich jetzt hier irgendwie jemand rumfährt. Warte mal, da brummt noch was. Da ist der Kreiselkompass noch an. Mach den mir mal aus. Hab ich jetzt vergessen auszumachen. Stellt sich die Frage, wo soll jetzt hier. Die hinter uns. Offensichtlich sind die hinter uns. Sind tatsächlich hinter uns. Du willst mich halt original verarschen. Warte mal, wenn wir jetzt nach Norden, dann fahren wir einfach noch ein Stück weiter nach Norden. Mal so 60 Kilometer nach Norden und biegen dann direkt ab. Wenn das dann geht, abzubiegen. So. Die sind da, die fahren und halt baugleich hinterher, als wenn er wissen würde, dass wir an ihm vorbeigefahren sind. Ist schon krass. Hoch bitte. Und wieder AK voraus. Alles, was geht, meine Freunde. Alles, was geht. So, und den 1-Jude schicken wir jetzt pennen. Dafür kommt der Captain wieder an die Karte. Immer so schön im Wechsel. Die beiden Offiziere, die müssen sich jetzt leider mal ein bisschen abwechseln, weil hier sonst wirklich Land unter ist. Vielleicht haben wir tatsächlich die Gelegenheit, im Nebel zu entkommen. Weil die Schiffsschraube, die uns gerade da so angehorcht wurde, die war nur auf mittlere Geschwindigkeit, beziehungsweise Langsamfahrt voraus. So. Was darauf hindeutet, dass wir zwar verfolgt werden, aber noch nicht geortet wurden. Und wenn wir noch nicht geortet wurden, dann kann man mit ein bisschen Glück schwing, schwing, uns ins Gebüsch schlagen, mal so, um ein Wort zu prägen.
So. Momentan ist wegen dem Kommodore, wie heißt er nochmal? Fritz der Viertel vor Zwölfte, ich habe jetzt den Namen vergessen. Krämer, Fritz Krämer, so. Ist wegen dem Kommodore Fritz Krämer die gesamte Royal Navy auf der Suche nach uns. Also eigentlich alles, was schwimmen kann und eine Schiffsschraube hat. Tretboote, alles. Das war gerade ein bisschen zu schnell. So. Ist dann genau. Die restlichen haben jetzt in den letzten 3 Stunden gepennt. Die haben also tatsächlich ganz gut mal ihre Ausdauer nachgeladen. Das ist hervorragend. So, den Offizier hier oben, den werden wir auch mal auswechseln. Da drüben geht die Sonne auf. Es könnte fast ein schöner Tag auf See sein, wenn wir denn nicht von so vielen Assis verfolgt werden würden. Da hinten im Nebel fährt unser Boot. Leckofani ist das romantisch. So. Aber die ganze Romantik bringt uns ja nichts, wenn wir uns gleich eventuell eine Lampe bauen und dann auf den Sack kriegen. Wenn wir ganz kurz abpumpen. Wie geht das der Mannschaft jetzt eigentlich? Moral 0. Toll. Hervorragend. Genauso wie es eigentlich nicht sein soll. Wir können gerade mal gucken, was die Kombüse sagt, ob da noch irgendwie. Da noch irgendwie was rein muss oder nicht. Ja, da fehlt nämlich was drin. Und zwar. Packt mir mal 40 davon rein. Sagen wir mal 10 hiervon, 10 davon. Die Kombüse nochmal ausrüsten. Ist da zumindest. Ein bisschen was Leckeres zu schmausen am Start ist so. Und während wir gerade noch einigermaßen unentdeckt sind, kann man ja mal schauen. Ich glaube, wir hatten vorne Torpedos rausgelassen, die jetzt, ja genau, einer fehlt nämlich vorne. Den können wir gerade mal einen der Ingenieure nachladen lassen. Das ist mal eine sehr Bestätigt. gute Idee. Horst Kapitän. Weber, du bist gerade einigermaßen fit. Man kann sich direkt mal 2 Sniggies schnappen und kann da vorne nochmal einen Aal reinpacken. Wer weiß, wofür die Jude ist. Man will ja vorbereitet sein auf alles, was da so geht. Dann packen wir den mal da vorne rein. So, weil der nächste Tommy kommt bestimmt und jetzt gerade wird es Tag und solange wie es Tag ist, ist der Nebel tatsächlich auf unserer Seite, weil die scheiß Flugzeuge uns dann natürlich weniger gut sehen. Flugzeuge wären am Tage das, was mir so am meisten dann Sorgen macht, weil die meisten Schiffe, die einem begegnen, die kann man dann ja mit einem entschlossenen Manöver AK umfahren. Also zumindest hoffe ich mal, dass es so ist. Nur Flugzeuge, die kannst du nicht umfahren. Die sind plötzlich da und knallen dir irgendwelche Bonbons auf den Arsch. Deswegen, das müssen wir tatsächlich mal dann etwas im Auge behalten. So, wir beschleunigen das Ganze ein bisschen. Geladen. So, genau. War. Vorne geladen, hervorragend. Dann schalte mich mal bitte auf normale Beleuchtung um. Wie sieht jetzt der Dingen mit Mannschaftsbelastung zu hoch? Ja, das halte ich aber für ein Gerücht. Schwupp. Moral ist auf Null. Toll. Genauso wie es nicht sein soll. Aber was willst du machen? Kannst du leider nicht viel machen. Man könnte versuchen, noch ein bisschen Karten spielen zu lassen, weil der Opa Hans gerade wenig zu tun hat. Aber ich will eigentlich, dass er sich mal vollständig ausruht. Weil wenn wir die nächsten 7 Stunden Wabus kommen, dann hat er genug zu tun später.
Ja, da kann ich mich noch mal eine weitere halbe Stunde pennen. So. Dann haben wir jetzt 8:35 Uhr. Um 6 Uhr waren wir das letzte Mal tauchen. Dann machen wir um 9 Uhr noch einen Prüftauchgang. Und wenn das dann alles klar geht, dann machen wir ein Kartenspiel. Irgendwie Skat oder so. Weißt du nicht. Zehn vor neun. Noch ist nichts zu sehen. Bingo! Und wir haben 9 Uhr, sehr schön. Wollen wir jetzt direkt den nächsten Jawohl, Prüfungstauchgang einleiten. Jetzt gerade hätten wir tatsächlich einigermaßen Moral gewonnen dadurch. Okay, na, vielleicht kriege ich ja noch ein paar Prozente Moral wiederhergestellt. Das wäre ja ganz schön. Weil das nimmt dann ja doch starken Einfluss auf die gesamte Mannschaft. Ich glaube, die Leute werden auch, die Offiziere werden auch schneller müde, wenn die Moral am Boden ist, irgendwie sowas. Weil die sonst viel länger durchhalten. Oder benötigen längere Ruhepausen oder dergleichen. Also jedenfalls, gerade kämpfen wir ja darum, dass sich die Mannschaft währenddessen noch so ein bisschen erholen kann. So, und den Ernst Hans-Günther Prien, den. Ich hab's gewusst. Der ist nämlich genau bei uns. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Irgendwie habe ich das im Gefühl gehabt. Aber der hat uns ja noch nicht entdeckt, ne? Er hat uns ja noch nicht entdeckt. Schalt mir mal alles ab. Bring mich mal einen an die Tiefenruderstation. Heiz mir mal die Torpedos an. Jetzt gleich irgendwas passiert. Wenn er gleich einmal zuckt, puste ich mich auf den Mars, schwöre ich euch. So, ist mir dann auch egal. Oh, warte, stimmt ja. Ich habe noch ein Torpedo hinten. Das war vielleicht gar nicht so schlau, das jetzt zu vergessen. Vielleicht. Mal schauen, ob er jetzt an uns vorbeifährt. Er fährt an uns vorbei. Nee, den einen kannst du mal angeheizt lassen. Den Hecktorpedo, den kannst du bitte nachladen. Und wir fahren dann bitte mit der E-Maschine schnell voraus, solange wir uns im Sonarschatten hat. Beziehungsweise solange wir uns den Arsch zudreht. Er kann nicht hören, was hinter ihm ist. Also wir nicht hören können, was hinter uns ist. So, nüt, nüt. Aber wird wahrscheinlich, natürlich dreht er jetzt um, ist ja klar. So, Logo. Sehr geil. Rohr 5 geladen. Heiz von mir aus weiter an. Das ist eine coole Idee. Bam, 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 bam. Dann gehe ich mal auf Zero Tiefe hoch. Weil ich dann doch sehr gerne entkommen möchte. Hier ist der, ist also auf. Er fährt auf 126 Grad, aber er fährt ja weg von uns. Und zwar mit Vollgas. Wenn der mit Vollgas von uns wegfährt, dann sehe ich keinen Grund, nicht auch Vollgas zu fahren. Auf Seerohrtiefe gehen.
Dann sehe ich keinen Grund, nicht auch Vollgas zu fahren. Er will uns niemals im Leben hören. Wenn er jetzt mit Vollgas sich verpisst, dann wird er uns niemals im Leben hören. So, gib dem Kapitän, der geht mal ins Angriffspreskop. Können den Alarm mal für eine Weile abbrechen, dass die Leute sich wieder ein bisschen beruhigen. So. Du hast angeheizt, was du anheizen sollst. Der Rest von euch geht pennen. Pennen, pennen, pennen. Genau. So, wir können festhalten, an dieser Stelle war er auf 120 Grad circa, was weiß ich, 10 Kilometer. Auf jeden Fall war er sehr nah dran. Wir haben ihn ja gerade sehr, sehr laut gehört, also muss er schon im 10, 15 Kilometer Bereich sein. Und dann ist er irgendwie von uns weggefahren. So, also an der Stelle würde ich ihn dann mal vermuten. Das heißt, wir kacheln jetzt Vollgas voraus. Schauen mal, ob ich ihn hier irgendwie sehen kann. Aber es wird wahrscheinlich... Nee, die Nebelsuppe ist immer noch zu dick. Die Nebelsuppe ist noch zu dick. Wenn die Nebelsuppe zu dick ist, heißt das, wir nutzen die Geschwindigkeit aus. Hätten wir halt durch da. Dann heißt das, wir nutzen die Geschwindigkeit aus. Hoch damit. Tanks anblasen! So, die Kompressoren an und hoch damit. Haben wir jetzt 27 Minuten in der Aufnahme. Ja, momentan sieht das gerade einigermaßen stabil aus, dass wir tatsächlich hier wegkommen. Aber die Gefahr wird gefährlich, wie ihr gesehen habt. Weil die Tommies natürlich automatisch wissen, wo wir sind. So, und wenn ich jetzt 35 km/h fahre, also mit AK voraus, dann haben wir eine gute Chance, der Kiste zu entkommen, weil sie ja gerade genau dahin fährt, wo wir gerade nicht sind. Das bedeutet aber auch, dass wir jetzt erhöht wachsam sein müssen. Falls die Kiste spontan umdreht oder so, das weiß man ja alles nicht. Speichern. Ja. Und es ist immer noch Nebel. Ganz großes Kino, es ist immer noch Nebel. Nebel fuckt gerade ein Stück ab. Zum einen fuckt er ab, zum anderen ist er gut. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Weil der Nebel uns tatsächlich die Flieger vom Arsch hält. So. Das war ein bisschen viel. Okay, jetzt gerade habe ich eine Stunde vorgespult in einem Klick. Das war ein Versehen. Aber da haben wir jetzt gerade tatsächlich 11 Uhr. Ja, da haben wir jetzt gerade tatsächlich 11 Uhr mittags fast. Der Nebel hat sich, glaube ich, verzogen. Ja, Tatsache, der Nebel hat sich verzogen. Wir haben immer noch ganz hinten irgendwelche Rauchfahnen. Ich
kriegst die nicht vom Arsch weg. Ne? Du kriegst die nicht vom Arsch weg. Die bleiben auch da. Folgen uns konstant. Aber momentan sieht es gerade zumindest was die Ausdauer unserer Leute angeht, mal wieder etwas besser aus. Wir können den Ernst Hans-Günther Prien, den kann man mal ein bisschen Karten spielen lassen jetzt. Da gibt jetzt ein Skat-Turnier an Bord. Nur für euch, Jungs, nur für euch. Warte mal, habe ich da vorne was gesehen? Oder habe ich das jetzt gerade geträumt? Oder habe ich das jetzt gerade geträumt? Habe ich im Bereich voraus, Backbord voraus irgendwas gesehen gerade? Ich sehe jetzt überall Rauchwolken. Ohne Witz. Ich sehe jetzt überall Rauchwolken. Ist nicht normal. So. Es ist nicht normal. Wir fahren dann... Okay, dann fahren wir ein bisschen weiter. Rauch am Horizont. Genau. Kleine Gruppe 1 mit 38 km/h. Natürlich fährst du schneller als wir. Natürlich hast du wahrscheinlich Kurs auf uns, ne? Na logo. Na logo, ey. Was das für ein Zufall ist. Was das für ein Zufall ist, dass er durch Zufall wieder in unsere Nähe kommt. Der würde uns auf jeden Fall... Boah, dem kann ich jetzt nicht mit AK entkommen. Wenn er punktgleich auf uns zukommt, kann ich ihm nicht mit AK entkommen. Du bist doch eine miese Fritte, ey. Du bist doch eine miese Fritte. So. 32 Minuten. Weißt du was? Wenn der sowieso ankommt. Wenn er sowieso ankommt, sehe ich gerade auch keine Veranlassung, irgendwo hinwegzulaufen, mit dem jetzt irgendein scheiß Katz-und-Maus-Spiel zu spielen. Willst du Stress? Kriegst du Stress. Kein Problem. Ich mache einen kurzen Cut und verziehe mich mal nach unten, weil ich kriege das sonst nicht gerendert. Einen Augenblick, ich bin gleich wieder da. Okay, so. Ist gar nicht mal so viel Zeit vergangen, nur ein paar Minuten. Ich habe angedreht, bin einmal kurz abgetaucht. Wir haben ein bisschen Strecke nach vorne gemacht, beziehungsweise nach Norden gemacht. Die linke Tete, die will ich jetzt haben. Ganz einfach. Wenn er meint, uns verfolgen zu müssen, soll er doch. Wünschen Sie, was er davon hat. Du oder ich, mein Freund. Du oder ich. Und wie schnell der ankommt. Willst du mich verarschen oder so? Warte mal. Muss er jetzt... Backbord quer ab sein. Da ist er doch. Du glaubst, dass ich das jetzt... Das lasse ich jetzt nicht mehr auf mir sitzen. Du alte Kacke. Komm, heiz mir Torpedos an. Ich brauche Torpedos hier. Der kommt direkt auf uns zu. So. Den... Kompass, den machen wir mal aus Gründen. Aus Gründen der Lautstärke. So. Ist dieses Gerät jetzt. Da ist er doch. Du miese Sau. Alarm! Feindlicher Zerstörer in Sicht! Willst du uns allen Ernstes, willst du uns verfolgen? Dann verfolge uns mal. Ich habe vorne vier Kumpels drin, die alle schneller laufen können als du, ehrlich.
gibt so Momente, wo man einfach die Fresse voll hat. Und gerade ist dieser Moment für mich so ein Stück erreicht. Das ist eine EF, glaube ich, ne? Hoher achterer Mast, mittlere Brücke. Ja, das ist eine EF. Und die ist auch noch relativ weit weg. 8,4 Kilometer. Fahr mich mal schneller voraus. Die fährt verhältnismäßig schnell. 38 km/h, ja, sie fährt verhältnismäßig schnell. Würde schätzen, dass wir gleich wahrscheinlich so quer den Torpedo lancieren oder irgendwie sowas. Aber dafür müssen wir noch ein bisschen näher dran. Glaubst ja wohl, dass ich jetzt keinen Bock mehr habe, die ganze Zeit hier täuschen, tarnen und verpissen zu spielen. Mein Freund, mein Freund. Also rein per Zufall taucht er dann vor unserem Bug auf. Oh, was für ein Zufall. Diesmal durch Zufall kriegst du jetzt einen Zackenbarsch in deinen Arsch geschoben. Du alte Sau. Du alte Sau. 84,5 Grad. Mal sehen, ob das auch wirklich stimmt, 84,5 Grad. Du hast eine Peilung von... Du hast eine... Warte mal. Peilung von 6 Kilometer auf minus 20 Grad. 6 Kilometer auf minus 20 Grad. So. So. Warten wir noch ein bisschen. Ja, natürlich. Klar. Genau. Schön abdrehen, du feige Sau. Du Sausau. Du. Du Huhn. Das gibt's gar nicht. Ich bin jetzt Schussweite, das dreht er ab. Du willst mich doch verarschen, echt. Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Okay, dann... Geh mal wieder auf östlichen Kurs. Er fährt auch mit großer Kraft voraus. Also, er lässt sich da nicht beeindrucken. Er will auf jeden Fall... Er will auf jeden Fall wieder schnell weg. Es ist doch nicht zu fassen. Okay, ja, es sieht so aus, als würden wir hier so ein dämliches Katz-und-Maus-Spiel dann anfangen. Aber glaub mir, ich halte die Torpedos warm. Und wenn du nur einmal zuckst, du lächerliches Vieh, ich puste dich auf den Mars, ich schwör's. Das wäre es erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch einen absolut herrlichen Abend. Ihr dürft mir gerne ein Abo dalassen, das würde mir extrem helfen. Tut euch nicht weh und hilft mir super weiter. Absolut gigantisch. Mal schauen, ob wir nächste Folge irgendwie mal einen von den Fritten mal auf den Ozean schicken oder so. Auf den Grunde des Ozeans, meine ich. Und ja, ich werde noch versuchen, ein paar Meter zu machen. Vielleicht mache ich auch offscreen noch ein paar Meter, solange, wenn sich die komische Kiste da hinten jetzt verzieht. Müssen wir mal gucken, wie das in der nächsten Folge weitergeht. Jedenfalls, ihr seid dann live dabei, wenn es wieder zur Sache geht. Bis demnächst. Tschüss.